Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Ich muss in der jetzigen Aufnahme etwas leiser sprechen als sonst, weil ich mitten in der Nacht diesmal aufnehme. Nicht zu wundern deswegen also. Und ja, wir wollten jetzt als nächstes ergründen, wo diese Straße hier hinführt. Ausnahmsweise nehme ich mal diesen Bildschirmmodus auf, denn wie ihr dort vielleicht sehen könnt, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sehen kann, ich glaube, man kann sie nicht sehen. Wie ihr dort oben im Himmel sehen könnt, ist da wieder so ein wunderbarer Hubschrauber, der uns gerade töten möchte. Dem einen oder anderen ist vielleicht in der letzten Folge schon aufgefallen, wie wir noch kurzzeitig angegriffen wurden. Und sobald ich jetzt ins Spiel starte, wird es nicht gerade besser aussehen. Also versuchen wir jetzt einfach mal ganz schnell abzuhauen und ja, am besten nicht zu sterben. Aber ich kann nichts versprechen. Und let's go! Nicht mehr so viel Gesundheit, leider. Und ehrlich gesagt habe ich auch keinen Plan, wo ich hin muss. Oh Gott. Oh. Habe ich nicht die letzte Folge erwähnt, dass wir vermutlich über diese Brücke springen müssen? Und ich hatte leider recht. Oh Gott. Oh nein. Warum liegen hier so viele Autos? Das ist nicht gut. Oh, ich habe Energie eingesammelt. Geil. Komm schon, komm schon. Komm schon, geht weg. Oh oh. Das ist nicht gesund. Moment mal. Noch mehr Energie? Nee. Schade, sah nur so aus. Also ich vermute auch einfach mal, wir können den Hubschrauber nicht kaputt machen. Weil, ja. Obwohl, ich habe, glaube ich, noch Raketen. Moment. Okay, Ladebildschirm. Ich weiß nicht, ob der Hubschrauber noch da ist, wenn wir auf der anderen Seite rauskommen. Ich hoffe nicht. Falls doch, werde ich mal versuchen, ihn zu erledigen. So, Moment. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist aber die falsche Waffe. Ich brauche den. Drei Schüsse hätte ich sogar noch. Oh, es ist verdammt neblig. Zumindest bei mir. Ne? Dank der Grafikeinstellung. Ich glaube, der Hubschrauber ist weg. Vorerst. Ich hoffe, er bleibt es auch. Das wäre natürlich ein Traum. Also fahren wir einfach erstmal weiter. Was ist das denn? Was ist das? Nein. Das ist nicht eine Mine oder so, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist das? Nein, ich will nicht runterfallen. Bitte nicht. Was sind denn das für Viecher? Okay, sie scheinen auf jeden Fall nicht zu explodieren. Das beruhigt mich schon mal. Aber gesund ist das, glaube ich, trotzdem nicht. Und stopp, ich würde mich hier gerne mal umsehen. Ach, du Scheiße. Moment, Moment, Moment. Ich bin noch gar nicht bereit. Erstmal eine andere Waffe, bitte. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Die bewährt sich ja eigentlich immer. Aber die machen echt süße Geräusche. Was machen die da mit meinem Auto, verdammt? Ich weiß es nicht. So. Und ich glaube, ich muss mir irgendwie mal so eine Schnelltaste angewöhnen. Oh, hier war noch Muni drin. Für das Brecheisen. Ich kann doch bestimmt so auch umherwechseln. Ah, ich verstehe. Ja, ich muss mir das wirklich angewöhnen, weil man braucht das Brecheisen ja doch öfter mal. Und die Schrotflinte ist nicht auf der 5, sondern auf der 4. Sehr gut. Ja. Was? Nein. Gut, dass sie immer so laut labern und man genau weiß, dass sie da sind. Das finde ich echt beruhigend. So. Ruhe. Zumindest ein bisschen. Ich glaube, da sind aber noch ein paar. Oh oh. Hi. Zwischen die Beine. Yay. Oh Mann, irgendwie macht mich das Geräusch jetzt schon ein bisschen gaga, so nach einer Zeit. Oh, ein bisschen Muni. Sehr gut. Ich glaube, sogar für das Plasmagewehr. Das ist ja mindestens meine Zweitlieblingswaffe nach der Schrotflinte. Ich mag die Schrotflinte einfach. Grundsätzlich in jedem Spiel. Ey! Ey! Was soll das? Der Nachteil ist einfach nur, dass die Schrotflinte halt nur auf nahe Distanz funktioniert. Aber das macht nichts. Dafür haut sie immer ordentlich rein. Das schafft jetzt ein Wehrliebchen aber auch extrem. So, aber da habe ich, glaube ich, hier noch gar keins so wirklich. Da bin ich voll.
Hier können wir erstmal wieder eine Runde Wäsche waschen. Sehr schön. Wird ja auch mal wieder Zeit. Oh, Zeitung. Cool. Na gut, wirklich viel können wir jetzt da nicht erkennen. Was haben wir hier noch so Schönes? Aha, aha. Oh, wir können eine Runde baden gehen. Sehr schön. Okay, es sieht ein bisschen versifft aus. Lieber doch nicht. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr weit. Oh, doch. Energie. Und nicht nur Energie, sondern auch wahrscheinlich Munition. Ja, sehr schön. Und Anzugenergie. Oh mein Gott. Ich würde sagen, uns geht es eigentlich wieder ziemlich gut. Warum gehen die Türen eigentlich immer wieder zu? So. Noch irgendwelche Gegner? Möchte vielleicht noch irgendjemand gerne sterben? Ich glaube nicht. Oh, ein Vorgarten. Hier können wir auch wieder spielen. Yippie. Okay. Hier können wir uns in den Tod stürzen, aber das wollen wir halt gerade einfach nicht. Also fahren wir mal weiter. Wo habe ich denn das Auto stehen? Ach ja, es ist ja immer noch voll mit diesen Viechern. Hm, kann man euch eigentlich wegschießen? Oh cool, es funktioniert. Hey, geh weg. Geh weg. Lass mein Auto... Ey, nein. Hat es mich gerade angegriffen? Böses Vieh. Böses Vieh. Sag, geht doch. Komm, steig ein. Und weiter geht's. Aber, oh, die kommen schon wieder. Irgendwie komme ich gerade nicht vorwärts. Wieso? Hm. Warum auch immer. Na komm. Bisschen auf die Straße. Sehr schön. Hm. Ja, es ist voller Viecher, aber es ist mir gerade egal. Wir fahren jetzt einfach trotzdem mal weiter. Zumindest so gut es eben möglich ist damit. Ich hoffe, wir verlieren die irgendwann wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh. Moment. Moment. Das sieht hier nicht so gesund aus. Boah, ich kann kaum zielen, weil die Viecher mich ja dauernd wegschubsen. Okay, es geht so nicht. Das ist nicht gut. Oh. Nein. Aber eine Granate wäre eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Oh Gott, ich... treffe gar nicht. Diese Viecher machen mich ein bisschen wahnsinnig. Okay. Komme ich hier durch? Moment, ich werde mal eben... Kann ich den... irgendwie aus dem Weg räumen? Nee, der ist zu schwer. Oh. Nein. Scheiße. Guckt euch mal bitte meine Gesundheit an. Verdammt. Ja, das tat weh. Aber ich fürchte, da müssen wir jetzt durch. Weil ich habe keine Lust, den Spielstand neu zu laden. Außer ich komme wirklich gar nicht klar. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Ach, wir kommen hier doch drüber. Super. Oh, Moment. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Energie wieder. Oh, Gott sei Dank. Das sieht ja schon besser aus als vorher. Glück gehabt. Das war, glaube ich, auch wirklich wieder mehr Glück als Verstand. So. Noch mehr Autos. Das ist so ein bisschen Walking Dead mäßig hier, ne? Alles voller Autos. Aber keine Besitzer mehr. Fehlen nur noch die Zombies. Okay, hier kommen wir nicht durch. Dann gucken wir erstmal, was hier oben noch Schönes ist. Oh, herrlich. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Das ist genau das, was mir noch zu meinem Glück gefehlt hat. Okay, zielen sollte natürlich auch noch gelernt sein. Boah, wie geil ist das denn bitte? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Schrotflinte und das Scharfschützengewehr am meisten liebe? Ja, ich weiß, das hier ist eher so eine Art Armbrust, aber ich liebe sie jetzt schon. So, jetzt ist er leider abgehauen. Was ist das denn da? Das sieht auch dezent ungesund aus. Ja, ziemlich geil. Behalten wir die erstmal auf der Hand. Beziehungsweise nicht, weil wir kommen hier ja nicht durch. Ich könnte jetzt natürlich ohne Auto weitergehen.
Oder wir versuchen mal ein bisschen aufzuräumen hier. Ihr seid ja leicht. Ihr geht ja weg. Und du nicht, oder? Okay, das Gerät mag nicht mehr. Oh, ein Fahrrad. Wir könnten auch mit Fahrrad dahin fahren. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, mal gucken, ob wir schon durchkommen. Juhu. Komm schon. Das geht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier gleich wieder Gegner kommen werden. Ich weiß nicht warum, aber... Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, da einfach jetzt durchzufahren. Oh, ich habe ja noch diese komische Waffe. Da haben wir es. Ja, natürlich. Schrotflinte und Armbrust auf einem Platz. Meine beiden Lieblingswaffen. Perfekt. Aber der hat sich wirklich verkrümelt. Schade. Kommt auch nicht mehr wieder raus. Na gut, was soll's. Dann fahren wir da jetzt hin. Achso, was ich übrigens gelesen habe, hier soll es irgendwie Muni geben. Moment. Oh, Munitionskiste. Aber wir sind voll. Okay, was soll's. Fahren wir einfach hin. Ich bin bereit. Oh, ich hätte vielleicht vorher... Autsch. auf die Schrotflinte wechseln sollen. Das ist so ganz dezent ungünstig. Ganz, ganz dezent. Lasst mich mal bitte ganz kurz in Ruhe. Das wäre ganz nett von euch. Wo sind die? Hä? Was? Ich sehe hier gerade keinen. Ich werde auch gerade, glaube ich, nicht getroffen. Was? Lass mich rein. Okay, gut. Gehen wir halt hier rein. Ich höre sie. Ja. Okay, das bräuchten wir jetzt nicht mehr so unbedingt, aber... Moment. Kann das das zum Explodieren bringen? Oh, ja, das kann es. Hey, lass mich raus. Aus der Ansicht. Verdammt. Oh, oh. Huhu. Nein. Komm schon. Ich glaube... Oh, oh. Das, da war ja einer. ja. Passiert. Kann ich eigentlich... Oh, der Taste kann ich ausschießen. Gut zu wissen. So, ihr Hübschen. Das war's mit euch. Dann gib mir mal so ein bisschen Muni. Das wäre ganz nett. Ja, kann ich anscheinend alles nicht aufnehmen, weil voll, weil wahrscheinlich Lasergedöns. Was haben wir noch hier Schönes? Energie. Energie ist immer gut. So. Och nö, echt jetzt? Kommen die eigentlich auch an mich dran oder kleben die sich nur an mein Auto? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht unbedingt rausfinden. Irgendwo schießt hier doch noch was. Kann das sein? Oh. Wir könnten auch tanken. Ich möchte ja immer noch dieses Fahrzeug hier unbedingt klauen. Aber wir kommen da beim besten Willen nicht rein. Wirklich schade. Okay. Hier geht doch bestimmt noch was. Energie. Sehr gut. Und das war's. Ansonsten sehe ich auch gerade keine Gegner. Ich höre nur die ganze Zeit Schüsse. Hier noch irgendwo rein? Rein, rein, rein. Nee. Da ist doch... Ist da nicht eine Leiche und Blut? Eindeutig. Ich möchte hier rein. Oh, ich komme hier rein. Yay. Theoretisch. Hallo. Komm schon. Moment. Ich habe ja gelernt, bei Half-Life theoretisch... Warte mal, kriege ich gerade oder kriege ich nicht? Nee. So. Dieser Crouching-Sprung. Nicht, dass ich ihn hinkriegen würde, aber... Es gibt da doch so eine Möglichkeit. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich werde das niemals schaffen. Komm schon! Ich möchte da hoch. Also es fällt ja schon ein bisschen auf hier, ne? Oder kann ich das kaputt... Es ist ein Geheimnis. Das heißt, wir müssen da auch unbedingt hin. Ich weiß nur gerade nicht wie. Verdammt.
Wow. Ich stand ja vor allem gerade auch schon so ein bisschen drauf. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr, leider. Und er fängt immer an, automatisch zu kriechen. Komm schon. Irgendwie, komm schon. Verdammt. Nein, ich möchte da so gerne hin. Gut, okay. Ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Deswegen werde ich das jetzt noch ein bisschen offscreen versuchen, da irgendwie über den Zaun zu kommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.